Okay, also Plan für morgen steht, habe ich fertig. Okay. Voice Noise habe ich auch reingepackt. Ja. Es ist ein ganz normaler Arbeitstag in der Energy-Redaktion. Die Moderatoren Chris und Matze bereiten sich auf ihre Sendung vor und unterhalten sich locker. Doch plötzlich eskaliert die Situation. Ja, aber die Star-News habe ich ja gestern schon geschrieben. Nur weil du jetzt den Plan gemacht hast, heißt das nicht, dass du mir jetzt wieder diese Star-News aufdrücken kannst. Du kannst das auch mal machen. Ja, aber ich dachte, man kann so ein bisschen die Arbeit teilen. Nee, Matze, nee, so nicht. Nee! Jedes Mal drückst du mir diesen Mist auf mit diesem scheiß Star-News. Kann doch nicht wahr sein. Was regst du dich denn also, so auf? Also ganz ehrlich, nee, das reicht mir jetzt wirklich. Eine mit Butter beschmierte Brötchenhälfte landet in Matzes Gesicht. Der Moderatorin fehlen die Worte. Sie ist fassungslos. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Auf einmal hatte ich das Ding an der Backe. Und fassungslos. Aber was sagen die anderen dazu? Ein Unglück kommt selten allein. Die Butter ist alle. Ja, was die Matze da erzählt, die ganze Situation, ja, also die, war ja ein bisschen übertrieben. Ja, also von Matze jetzt. Chris versucht die Situation runterzuspielen. Er glaubt, dass Matze in ihrer Darstellung übertreibt. Er findet die Sache halb so schlimm. Es war keine Absicht, dass das Brötchen im Gesicht der Moderatorin gelandet ist. Er findet, dass man die Kirche am Michel lassen soll. Und so, dass das jetzt in ihrem Gesicht und dann so runtergelaufen, also das war ja alles gar keine Absicht. Ja, also da muss man ja mal die Kirche im, am Michel lassen. Ja? Wisst ihr, also absurd. Also Chris ist so witzig, ich mag ihn echt richtig gern und er ist ein total lockerer Typ und immer ruhig. Praktikantin Paulina scheint kein Problem mit der exzentrischen Art von Chris zu haben. Nach ihrer Meinung ist er ein lockerer, witziger Typ. Marco von den 2 ab 2 sieht die Sache anders, bittet uns mitzukommen und packt aus. Wissen das viele nicht, aber ich packe jetzt hier mal aus. Chris. Seiner Ansicht nach hat Chris einen leichten Dachschaden. Er will endlich reinen Tisch machen, damit die Sache ans Tageslicht kommt. Müssen wir echt mal reinen Tisch machen, weil sonst kommt das hier nie ans Tageslicht. Kollege Stüpi ist mit seinen Gedanken weiterhin ganz woanders. Ja, der eigentliche Skandal ist, dass die Butter alle ist. Die Wahrheit ist zum Greifen nah. Moderatorin Katrin möchte auspacken. Also das war ja die total krasse Nummer. Das war, also. Doch plötzlich ändert sie ihre Meinung. Auf einmal will sie nichts mehr mitbekommen haben. Sie spricht von einer kleinen Meinungsverschiedenheit, die halb so wild war, und setzt die Kopfhörer auf, um weiterzuarbeiten. Was da jetzt genau los war, es war alles halb so wild, glaube ich. Ich muss auch arbeiten. Marek? Hast du gemerkt, dass die Butter alle ist? Dübi wendet sich mit seinem Problem an Marek. Vielleicht kann er ihm weiterhelfen. Doch der gibt keine Antwort. Und jetzt werfen die mich durch die Redaktion so eine. Nein,